Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Wa ahlan wa sahlan an meine geliebten Geschwister, herzlich willkommen mit einer weiteren Unterrichtsreihe in eurer geehrten Anwesenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen gewaltigen Lohn schreiben und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Engel zu diesem Zeitpunkt zu uns senden, auf dass sie uns abschirmen mögen und diese Sitzung eine gesegnete Sitzung ist und Allah subhanahu wa ta'ala uns nach dieser Sitzung alle Sünden vergibt. Allahumma amin. Die Geschichte von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und wir können von dieser Geschichte nicht genug bekommen, denn er ist einer der gewaltigsten Gesandten, wenn du es genauer haben möchtest. Der zweitbeste bedeutet nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dessen Rang nicht umstritten ist, sondern er zu den besten aller Gesandten gehört, so nimmt den zweiten Platz Ibrahim alaihi salatu wassalam ein. Und Ibrahim hatte die Stellung, dass er Khalilullah war. Das heißt, der Freund Allah subhanahu wa ta'ala und der Erste, der Yawmul Qiyamah bekleidet werden wird, wird Ibrahim alayhi salatu wassalam sein. Wie es in einer authentischen Überlieferung heißt, inna awwala ma yuksa Yawmul Qiyamah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Der Erste, der Yawmul Qiyamah bekleidet sein wird, wird Ibrahim alayhi salatu wassalam sein. Ihr wisst, liebe Geschwister, als er in das heißeste Feuer hereingeworfen wurde mit einem Katapult und er gefesselt war dabei, so hat Allah Azza wa Jal seine Gewaltigkeit wirken lassen. Qulna ya nar kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wir sprachen, o Feuer, sei kalt. Kalt. Wenn Allah das dabei belassen hätte, wäre Ibrahim vor Kälte gestorben darin. Aber Allah hat das nicht dabei belassen, sei kalt und angenehm. Für Ibrahim alayhi salatu wasalam, dass er keinen Schaden durch dich erfährt. Und Subhan al-Malik. Allah azza wa jal hätte einen Engel befehlen können, dass er diese Leute, die Ibrahim, seinem Liebling, seinem Freund, den Freund Allahs etwas antun wollten, Allah hätte irgendeinem Engel einen Befehl geben können. O Engel, spalte die Erde so, dass sie hereinfallen. O Engel, lass die Berge auf sie herunterkippen. Aber Allah Azza wa Jal hat sofort seinen Befehl gelten lassen. O Feuer, sei kühl und angenehm zu Ibrahim. Und so ist Ibrahim alayhi salatu wassalam genauso aus dem Feuer herausgegangen, wie er auch hereingeworfen wurde. Alayhi salatu wassalam. Die Macht Allahs Azza wa Jal. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dein Helfer ist, so werden alle Feinde, alle dein Gegner kein Gewicht haben im Vergleich zu deinem Helfer Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder Muslim muss dieses verinnerlichen. Wenn auch der Shaitan auf der Seite derjenigen ist, die uns bekämpfen, so ist Allah subhanahu wa ta'ala auf unserer Seite. Und du weißt, dass Allah azza wa jal den Shaitan jederzeit vernichten kann, ihn und seine Gefährten. Allah ist in der Lage dazu, denn sie werden alle Yawmul Qiyamah in das Höllenfeuer kommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Der Shaitan ruft doch seine Anhänger nur dazu auf, dass sie mit ihm Yawmul Qiyamah zu den Leuten des Feuers gehören. Allah hat schon bestimmt, dass Shaitan und seine Gesellen allesamt in das Höllenfeuer hereingehen. Und Subhan al-Malik, wenn der Shaitan uns in Menschengestalt gezeigt werden würde, so würde keiner von uns, der einen klaren Verstand besitzt, diesem Shaitan hinterherlaufen. Aber wir machen das alle, weil wir ihn nicht sehen. So denken wir, dass wir nichts Schlechtes tun im Leben, aber wir folgen Shaitan auf Schritt und Tritt, nur merken wir es nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von Hizbullah machen, von der Gruppe Allahs azza wa jal, von den Anhängern Allahs, und möge Allah azza wa jal uns weit entfernen von Hizbu Shaitan, von den Anhängern Shaitans. Allahumma amin. Liebe Geschwister, Ibrahim alayhi salatu wassalam hat die Hijra in Betracht gezogen, die Auswanderung. Und so ist das. Nachdem er dieses ungläubige Volk,
dieses Volk, was ungerecht war, und sie keine Argumente mehr gegen Ibrahim alayhi salatu wasalam vorzuweisen hatten, nachdem er ihnen klar gemacht hat, dass ihre Götter nichts sind außer erschaffene Wesen, die sich selber keinen Nutzen bringen können und die anderen keinen Schaden zufügen können, so hat dieses Volk nur eine Sache beschlossen, weil sie gegen Ibrahim alayhi salatu wasalam, der ihnen auch mit logischen Beweisen gekommen ist, nicht mehr argumentieren konnten, so haben sie beschlossen, ihn zu verbrennen. Und die Erde war salzig an dem Ort, wo Ibrahim alayhi salatu wasalam in Babel gewesen ist. So hat er die Auswanderung vollzogen. Allah azza wa jal sagt im Koran al-Karim, Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ich mache mich auf dem Weg zu meinem Herrn. Ich gehe zu meinem Herrn. Er wird mich sicherlich recht leiten. Und hier lernst du eine Sache. Wenn es eng wird für uns und wenn wir unsere Religion nicht mehr praktizieren können an einem Ort und die Menschen sich gegen uns verschworen haben, so ist die Erde Allahs weit. Gehöre nicht zu denjenigen, o Diener Allahs, der du trotzdem dort bleibst, nur weil du dort Annehmlichkeiten hast, aber Allah Azza wa Jal hat dich nicht erschaffen, damit du gut isst und damit du gut trinkst, sondern Allah Azza wa Jal hat dich in erster Linie für die Anbetung ihm gegenüber erschaffen. وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Damit sie mir dienen. Nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Sage es nochmal nach, nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn du das verstanden hast, dann weißt du, was deine Aufgabe in diesem Leben ist. So hat Ibrahim alayhi salatu wasalam die Hijra vollzogen, die Auswanderung vollzogen. Und er ging in Richtung Scham, liebe Geschwister, dem heutigen Syrien. Und als er in diese Richtung gegangen ist, traf er, weil er an einem Platz geruht hat, wo er sich etwas zu essen genommen hat, auf einen ungerechten König. Er wird Namrud genannt. Sein Name ist nicht bestätigt in der Sunna, aber so wurde er genannt. Und dieser war nicht nur ein Ungerechter, er war ein Überheblicher, ja, und wie sollte es anders sein? Die Überheblichen gegenüber den Menschen sind so nah daran, auch überheblich gegenüber Allah Azza wa Jal zu sein. So war er voller Kibir, sein Herz war gefüllt mit Kibir, mit Hochmut. Und dieser hat Ibrahim alayhi salatu wassalam herausgefordert, subhanallah, von einer Prüfung zur anderen. Kaum war Ibrahim alayhi salatu wassalam aus diesem Feuer draußen, so ging er weiter und nur ein paar Schritte später in Richtung Allah, in Richtung des Paradieses, in Richtung Harmonie und Frieden für Ewigkeit, kam eine weitere Prüfung auf Ibrahim alayhi salatu wassalam zu. Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt dieses Ereignis im Koran. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتِ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتِ. Siehst du denjenigen, der mit Ibrahim alayhi salatu wassalam gestritten hat? Er hatte eine Diskussion mit Ibrahim alayhi salatu wassalam, weil Allah azza wa jal ihm die Herrschaft gegeben hat. So sagte Ibrahim alayhi salatu wassalam, mein Herr ist derjenige, der Leben gibt und sterben lässt. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Mein Herr ist derjenige, der Leben gibt und sterben lässt. Siehst du, o Diener Allahs, diese Gesandten kamen nicht mit irgendwelchen Argumenten zu den Menschen. Sie kamen mit dem Tauhid, dass diese Leute wussten, Allah Azza wa Jal Subhana, er besitzt Eigenschaften. Er hat eine Macht, die kein anderer außer ihm besitzt. Allah, mein Herr, sagt Ibrahim alayhi salatu wassalam, ist derjenige, der Leben gibt und sterben lässt. Schaut dieser Rabbi, dieser Schwachkopf, was er gesagt hat. Qala ana uhyi wa umit. Und hier sehen wir, wen Allah Rechtleitung gegeben hat und wer ein Irregehender ist. Was meinte er mit ich lasse auch leben und ich lasse sterben?
er hatte zwei Kriegsgefangene, die getötet werden sollten. So hat er sie bringen lassen und sagte dann zu Ibrahim alayhi salatu wasalam, schau, das sind meine Soldaten, ich befehle euch, den tötet ihr und den verzeiht ihr und lässt ihn leben. Und zeigte sich vor Ibrahim alayhi salatu wasalam, ana uhi wa umid, ich gebe auch Leben und lasse sterben. Dieser hat überhaupt nicht verstanden, was Ibrahim alayhi salatu wasalam meinte. Liebe Geschwister, Leben geben und sterben lassen ist was anderes, wie die Leute denken. Die Gelehrten sagen, dass du jemanden sterben lässt, dieses ist auf zweierlei Art. Was das Sterben anbelangt, was sagte der König? Er sagte, diese ist eine Person, das Todesurteil wurde über ihn erstreckt, aber er wird auch sterben, ich habe ihm das Leben genommen. Und bei uns ist es so, dass das Leben nehmen, das kann durch eine Ursache sein, zum Beispiel eine Person lebt in seinem Haus und dann bricht das Haus über ihn ein. So wurde er getötet. Seine Seele hat den Körper verlassen. Richtig. Aus welchem Grund? Weil das Haus über ihn eingebrochen ist. Aber das ist nicht gemeint. Hier, was Ibrahim alayhi salatu wasalam meinte, dass Allah azza wa jal sterben lässt, es gibt Personen, über die bricht nicht ein Haus ein. Und ihre Seele verlässt trotzdem den Körper. Ist dieser König dazu in der Lage? Antwort, Wallahi nein. Aber dieser Schwachkopf hat es nicht verstanden. Und auch das Leben geben. Was meinte Ibrahim alayhi salatu wasalam in dieser edlen Ayah? Leben geben, nachdem die Seele schon entzogen wurde. Ist dazu der König in der Lage? Als Ibrahim gemerkt hat, mit wem er da überhaupt diskutiert, so hat er nicht weitergemacht auf diesem Weg, weil dieser war ein Arroganter. Er hätte immer sagen können, wenn Ibrahim alayhi salatu wasalam ihm gesagt hätte, Allah ist derjenige, der sehen kann. So würde er sagen, ich kann auch sehen. Allah ist derjenige, der sprechen kann. Aber ich kann auch sprechen. Er hätte immer wieder darauf geantwortet. Hört, als Ibrahim gemerkt hat, mit welchem Schwachkopf er es zu tun hat, dann sagte er, Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq, fa'ti biha min al-maghrib, fabuhita alladhi kafar, wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. So sagte Ibrahim alayhi salatu wassalam zu ihm, Allah bringt die Sonne jeden Tag aus dem Osten hervor, bringe du sie vom Westen hervor. Allah sagt, fabuhita alladhi kafar. So ist derjenige, der ungläubig war, sofort verzweifelt, verwirrt gewesen. Er wurde besiegt von Ibrahim alayhi salatu wasalam. Denn ist er in der Lage, die Sonne von dort zu bringen, von wo Allah azza wa jal sie bringt? Mit Sicherheit nicht. Und daher, liebe Geschwister, lernt diese Sache. Wir werden immer auf Leute antreffen, die denken, dass sie es besser wissen, aber sie verstehen gar nicht, was Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala zu leisten vermag. Wenn wir über Allahs Eigenschaften reden, Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist einer seiner schönsten Namen, und denkt daran, liebe Geschwister, jeder Name Allahs ist auch gleichzeitig seine Eigenschaft. Wenn Allah al-Razzaq ist, der Versorger, so versorgt er. Wenn Allah azza wa jal al-Rahman, der Al-Erbarmer ist, so ist er barmherzig. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala der und der ist, so hat er auch gleichzeitig die Eigenschaft. Merkt ihr das? Aber umgekehrt können wir nicht von einer Eigenschaft auf einen Namen schließen. Das heißt, wenn wir wissen, Allah ist zornig, so können wir ihn nicht der Zornige nennen, weil dafür fehlt uns ein Beweis. Dafür fehlt uns ein Beweis. Aber wisse, die meisten Menschen verstehen nicht, wer Allah azza wa jal ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist zum Beispiel der Versorger. Natürlich ein Mann, er versorgt seine Familie. Er versorgt sie in einer gewissen Art und Weise. Aber würde er seine Familie versorgen können, wenn Allah nicht der größere Versorger wäre? Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Halim. Er ist der Nachsichtige. Wenn Leute ihm gegenüber schlecht handeln, er ist in der Lage, sie allesamt zu vernichten. Aber während er der Allstarke und Allmächtige ist,
bestraft er sie nicht, sondern er schiebt sie auf. Er hat Geduld, subhanahu wa ta'ala. Einer von uns könnte auch versuchen, geduldig zu sein, aber wie weit? Inwieweit könnte er geduldig sein? Irgendwann platzt ihn der Kragen. Schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala hört jeden Tag, dass er beschimpft wird. Und Allah azza wa jal hört jeden Tag, und das ist das Übelste, was man sagen kann, er hätte sich einen Sohn genommen. Und trotzdem versorgt Allah azza wa jal weiterhin die Menschen. Wer kann das? Stell dir vor, eine Person, der jeden Tag beleidigt wird. Wie lange könnte er es aushalten? Mal ist er krank, mal ist er zornig, mal ist er launig, mal ist er... Wie lange könnte er es aushalten? Allah azza wa jal subhanahu hat sogar Pharaon 40 Jahre aufgeschoben, obwohl Pharaon sich mit Allah angelegt hat und gesagt hat, Ana rabbukumul a'la, ich bin euer allerhöchster Herr, so hat Allah azza wa jal ihn trotzdem aufgeschoben und nicht sofort vernichtet. So sollten wir Allah azza wa jal kennenlernen. Und so hat Ibrahim alayhi salatu wasalam erkannt, dass er es mit einem Schwachkopf zu tun hat, sondern gut, dass dieser Schwachkopf nicht gesagt hat, ich bringe die Sonne vom Osten, soll Allah sie vom Westen bringen. Subhanallah, aber Allah azza wa jal, er ist derjenige, der alles lenkt und leitet. So hat dieser Schwachkopf danach erkannt, dass er nichts gegen die Worte von Ibrahim alayhi salatu wasalam sagen konnte, liebe Geschwister. Ihr sollt nur wissen, Allah azza wa jal hat getrennt zwischen beiden. Allah azza wa jal sagt, وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ. Wenn ihr auf dem Wege Allahs azza wa jal getötet werdet oder stirbt. Hier haben wir einen klaren Unterschied, dass Allah azza wa jal, wenn wir sagen, Allah lässt sterben, ob man durch eine Ursache getötet wird oder ob Allah azza wa jal jemanden einfach in seinem Zustand, in dem er sich gerade befindet, die Seele nimmt. Und das zweite ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Man kann eine Person töten, richtig, und der Grund dafür sein, dass diese Person gestorben ist. Man kann ein Hochhaus sprengen und der Grund sein, dass die Bewohner dieses Hochhauses getötet werden in diesem Hochhaus. Aber wer ist in der Lage, die Seele zu nehmen, während diese Person überhaupt keine Ursache verspürt hat? Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Sei stolz, dass du Allah azza wa jal, den einzig Lobenswürdigen, anbetest und niemand anderen. Deswegen macht Allah azza wa jal den Unterschied klar, wenn ihr auf dem Wege Allahs getötet werdet oder stirbt. Siehst du den Unterschied? Und hier haben wir einen klaren Beweis, liebe Geschwister, dass Allah azza wa jal zwischen dem und dem trennt. Ibrahim alayhi salatu wasalam zog weiter. Mit wem war er? Mit ihm war seine Frau Sarah, radiyallahu anha wa ardaha. Und so gingen sie weiter in Richtung Scham. So sagt Allah azza wa jal, und das ist die neue Prüfung, die dann auf Ibrahim alayhi salatu wasalam zugekommen ist. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي. Als die Nacht Ibrahim alayhi salatu wasalam bedeckte, sah er einen Stern. Dann sagte Ibrahim alayhi salatu wasalam, das ist mein Herr. قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Als aber dieser Stern dann seine Position verließ, heruntergekommen ist, nicht mehr sichtbar war, so sagte Ibrahim alayhi salatu wasalam, ich liebe nicht die Untergehenden. Was meinte Ibrahim alayhi salatu wasalam? Hier, sagen die Gelehrten, ist er im Gebiet Harran auf ein Volk getroffen. Sie waren Sternenanbeter. Sie haben die Sterne angebetet. Und natürlich, die Diskussion hier könnte für jemanden befremdlich sein, der nicht den Koran verstanden hat. Ibrahim alayhi salatu wasalam zeigte auf den Stern. Und als Allah subhanahu wa ta'ala hier sagte, als die Nacht ihn bedeckt hat, da erblickte er einen Stern. Wer Ibrahim alayhi salatu wasalam? Er sagte, das ist mein Herr. Das ist mein Herr über den Stern. Doch da er unterging, sagte er, ich liebe nicht die Untergehenden. Hier lernen wir eine Sache, liebe Geschwister. Ibrahim alayhi salatu wasalam wusste mit Sicherheit, dass dieser Stern nicht sein Herr ist. Denn diese Aussage ist Kufr.
Wisst ihr, dass manche Irrgehende deswegen Ibrahim alayhi salatu wassalam vom Islam ausgeschlossen hat? Möge Allah azawajal uns vor Schwachköpfen bewahren und möge Allah azawajal uns nie in die Tappen von Shaitan hereinfallen lassen. Allahumma amin. Ibrahim alayhi salatu wassalam sah, dass diese Leute Sternenanbeter waren. Und er sagte zu ihnen, da, dieser Stern, das ist mein Herr, um ihn zu zeigen, was für eine Eigenschaft hat überhaupt ihr Herr. Dieser ist untergegangen. Weg. Das ist nicht die Eigenschaft von einem Herr. Ein Herr ist Al-Hayyul Qayyum, der Lebendige, der Beständige. Er geht nicht irgendwo hinweg. Er verlässt nicht sein Königreich. Subhanahu wa ta'ala. Das wollte Ibrahim diesen Leuten damit sagen. Wo ist dieser Herr, dieser Stern, den ihr anbetet und ihr kennt Allah nicht, der die Sterne erschaffen hat? Er ist untergegangen. Er ist abwesend. Subhanallah. Wo ist euer Herr? Dann sagte er weiter, alayhi salatu wassalam, فَلَمَّ رَأَ الْقَمَرَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي. Als er dann den Mond gesehen hat, alayhi salatu wassalam, sagte er, dieser Mond, der Licht ausstrahlt, das ist mein Herr. هَذَا رَبِّي, das ist mein Herr. فَلَمَّ أَفَلَ قَالَ لَإِنْ لَمْ يَهْدِينِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Aber als dieser Mond ebenfalls untergegangen ist, denn nichts hat die Position von Allah, nichts hat den Rang von Allah, Al-Hayyul Qayyum, der Lebendige, der Beständige. So sagte Ibrahim alayhi salatu wassalam, indem er ihn klar gemacht hat, dieser Mond ist noch größer. Aber er geht auch unter. Er ist weg. Er ist untergegangen. Wo ist er? فَلَمَّ رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. Und als er dann die Sonne gesehen hat, Ibrahim alayhi salatu wassalam, so zeigte er auf sie, dass sie hell erleuchtet war, dass sie ihr Licht ausgebreitet hat. Dann sagte er, das ist mein Herr, dieser ist noch größer. Er wollte ihn zeigen. Willst du diese Größe oder jene Größe oder diese Größe? Welche Größe du auch immer möchtest, alle gehen unter. Alle außer Allah, der Herr von diesen Geschöpfen. Er sagte, dieser ist größer. فَلَمَّ أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Aber als auch die Sonne verschwunden ist, untergegangen ist, sagte er zu seinem Volk, ich sage mich los, ich spreche mich frei von dem Schirk, was ihr neben Allah Azza wa Jal anbetet. إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ich wende mein Gesicht in Richtung denjenigen, der, höre zu, die Himmel und die Erden erschaffen hat. Hanifa wa ma ana min al-mushrikin, als ein Diener, der dem aufrichtigen Glauben folgt, und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Ihr betet die Götzen an. Wo sind eure Götter? Eure Götter kommen und verschwinden. Mein Herr Allah ist Al-Hayyul Qayyum, der Lebendige, der Beständige. Sein Reichtum verlässt er nie. Seine Herrschaft verlässt er nie, subhanahu wa ta'ala. Und das ist der wahre Tawhid. Das ist der wahre Glaube. Und das unterscheidet uns Muslime. Leider. Wallahi, wir wünschten, dass es nicht so wäre. Aber das unterscheidet uns von denjenigen, die alles andere anbeten außer Allah. Und dieses hier war nur ein Beispiel. Mit einem Stern, mit einem Mond, mit einer Sonne. Nimm diesen Analogieschluss für alles. Für alles. Einer betet heutzutage eine Götze an. Diese Götze kann ihm weder einen Schaden zufügen, noch kann sie ihm einen Nutzen bringen. Er hat diese Götze mit eigenen Händen erschaffen, hergestellt, daraufhin betet er sie an. Ein anderer betet eine Kuh an. Ein Geschöpf, welches Leben von Allah braucht, damit es überhaupt existieren kann. Und ein anderer wiederum, er betet das Licht an. Oder er betet etwas von den Dingen an, was niemals Beständigkeit besitzen wird. Wo waren diese Sachen? Allah subhanahu wa ta'ala, als er da war,
war niemand mit ihm, subhanahu wa ta'ala. Huwa al-awwal wal-akhir. Er ist der Erste und der Letzte. Der Erste mit ihm war niemand, subhanahu wa ta'ala. Daraufhin hat er alles erschaffen. Lerne nur diese zwei Namen von Allah azza wa jalla. Und er ist al-akhir, der Letzte. Bedeutet, alles wird sterben außer Allah subhanahu wa ta'ala. Abul Wara, endlich habe ich dich. Hast du uns nicht beigebracht, die Paradiesbewohner werden für ewig leben, also sind sie auch die Letzten mit Allah. Deswegen solltest du immer den Unterschied zwischen Allah und der Schöpfung kennen. Diese Leute leben nur ewig, weil Allah es so will. Wenn Allah es nicht wollte, würden sie ewig leben. Das heißt, sie sind abhängig von Allah azza wa jalla. Aber Allah ist von nichts und niemanden abhängig. Er ist der Erste und der Letzte. Huwa al-awwalu, sagt mit mir, wal-akhir. Er ist der Erste und der Letzte. Das ist unsere Aqidah, liebe Geschwister. Möge Allah azza wa jal uns nur mit der Liebe zum Tawhid leben und sterben lassen. Allahumma amin. Höre weiter zu. Ibrahims Prüfungen waren noch lange nicht vorbei. So ging Ibrahim alayhi salatu wassalam in Richtung Misr, in Richtung Ägypten. Mit seiner Frau Sarah, radiyallahu anha wa ardaha. Und so heißt es in der Überlieferung, liebe Geschwister, لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات. Ibrahim عليه الصلاة والسلام hat in seinem gesamten Leben nur dreimal gelogen. Jetzt kommt das Verständnis von diesem Hadith. Das ist nicht der Begriff Lüge, wie wir ihn kennen. Wie Abul Bara. Im Hadith heißt es doch, du änderst, wie du willst und fügst hinzu, wie du willst. Höre zu, du musst alles im Gesamtzusammenhang verstehen. Ibrahim alayhi salatu wasalam hat nur dreimal im Leben gelogen. Was dich und mich anbelangt, wir lügen ohne Scham und ohne Allah zu fürchten. Und dieses nicht dreimal in unserem Leben, sondern dreimal in einer Minute. Möge Allah azza wa jalla uns bewahren. Wallahi, höre mir zu, o Diener Allahs. Diese Lügen sind nicht die Lügen, die du und ich kennen. Wie willst du mir das beweisen, Abul Bara? Ganz einfach. Die erste Lüge, sogenannte Lüge, ist, als er gesagt hat, Inni Saqim. Das steht im Koran. Was meint Inni Saqim? Ich bin krank. Was meinte Ibrahim a.s. mit ich bin krank? Du kannst dich erinnern an die letzte Folge, als Ibrahim a.s. in den Tempel gegangen ist, während die Leute ihr Fest gehabt haben, so wollten sie ihn dazu überreden, dass er ebenfalls an diesem Fest mit ihnen teilnimmt. Er sagte Inni Saqim, weil er wusste sonst nicht, wie er herauskommt aus dieser Situation. Er sagte, ich bin krank und er hat recht. Es gibt nicht nur eine körperliche Krankheit. Es gibt vor allem eine seelische Krankheit, die schlimmer ist als die körperliche Krankheit. Und er meinte damit, dieses könnte ich niemals verkraften. Weil sie haben diesen Festtag nur deswegen eingeführt, um ihre Götter, wal-iyadu billah, zu verherrlichen. Und er sagte ihr, ich bin krank, um kein großes Aufsehen zu erregen, denn er hatte einen Plan, alayhi salatu wassalam. Ist dieses eine Lüge? Beantworte mir die Frage. Du wirst mir sagen, nein, er hat doppeldeutig geantwortet. Wir bleiben jetzt auch bei diesem Thema, inshallah ta'ala, weil das ein wichtiges Thema ist. Gehen wir weiter. Seine zweite sogenannte Lüge war, als er gesagt hat, aber dieses hat der Große unter ihnen gemacht. بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. Dieses hat der Große, das heißt die große Götze von ihnen gemacht. Dieses hat die große Götze von ihnen veranstaltet. Was meinte er damit? Als er dann tatsächlich in den Tempel hereingegangen ist, so hat er alle Götzen zerstört. Ibrahim a.s. als Jugendlicher. Heutzutage sehen wir unsere Shabab, die zerstören eine Bushaltestelle, eine Telefonzelle. Masha'Allah alaikum. Ibrahim a.s. hat in seiner Zeit. Und was für ein Unterfangen war das? Das hätte sein Tod bedeutet, wie wir später auch dann erfahren haben. Er hat die Götzen allesamt zerbrochen. Dann hat er den Eisenhammer, mit dem er die Götzen zerbrochen hat, den Großen in die Hand gegeben. Und als sie gekommen sind und gesagt haben, wer war das? Wer hat dieses unseren Göttern angetan?
Wir sind wahrlich Ungerechte, das heißt, wir hätten unsere Götter schützen sollen. Wir hätten ihnen einen Bodyguard, ein Security zur Seite stellen sollen, der auf sie aufpasst, weil diese Götter Schutz brauchen. A'udhu billah, siehst du, wie lächerlich manche Gehirne sind. Möge Allah azawajal uns immer recht leiten. Allahumma amin. So sind sie zornig geworden, haben gesehen, Ibrahim war das. Aber Ibrahim hat genau dieses gewollt. Er wollte die Iqamatul Hujja über sie vollziehen. Was heißt Iqamatul Hujja? Er wollte sie belehren. Sie selber sollten darauf kommen, dass sie falsch gelegen haben. Dann hat er ihnen den Eisenhammer in die Hand gegeben. Dieser Statue, diese Götze, die hatte ja auch eine Hand. So sagte er zu ihnen, fragt ihn. So sind sie selber darauf gekommen, er kann doch nicht reden. Was betet ihr denn da überhaupt an, ihr Schwachköpfe? Etwas, was nicht reden kann, etwas, was nicht hören kann. Wie macht ihr Bittgebete, wenn euch diese Götze nicht hören kann? Wie könnt ihr euch so einer Götze zuwenden in Anbetung? Diese Götze kann weder reden, diese Götze kann weder hören, diese Götze kann euch keinen Schaden zufügen und auch keinen Nutzen bringen. Deswegen hat er diese Belehrung über sie erbracht. Fragt ihn selber. Er war bestimmt neidisch auf die ganzen anderen Götzen, die neben ihm angebetet wurden. Deswegen hat er sie selber alle zerschlagen. Fragt ihn doch selber. So haben sie sich einander angeschaut und sie haben gemerkt, dass sie selber schuld sind und dass sie besiegt wurden in der Diskussion. Also was blieb ihnen anderes übrig? So verbrennt ihn. Wir haben keine Chance mehr, mit ihm zu diskutieren. Verbrennt ihn. Wir wollen nichts mehr mit dieser Person zu tun haben. Als ihn die Diskussion ausging, so haben sie nur eine Sache gekannt, Ibrahim a.s. zu bestrafen. Ist das jetzt eine Lüge? Das war keine Lüge. Sondern das war eine Tür der Diskussion, wie die Gelehrten das nennen. Um ihn aufzuzeigen, dass diese Leute falsch sind. Und sie haben es gemerkt, dass sie falsch sind, aber sie sind trotzdem bei ihrem Hochmut geblieben. Taib, was ist jetzt die dritte Lüge? Die sogenannte Lüge? Die dritte Lüge ist sehr interessant. Hier erfahren wir, liebe Geschwister, وَقَالَ بَيْنَهُ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَ. Eines Tages, als Ibrahim a.s., sie waren, wie gesagt, in Misr, in Ägypten, so trafen sie auf einen von diesen ungerechten Herrschern. Ein König. فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ إِمْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ. Dieser König war besessen nach Frauen. Besessen. Er hatte zwei Augen, aber weil er nicht wissen konnte, wer sich alles in seinem Land befindet und wer hereinkommt, so hat er die Soldaten von ihm beauftragt, dass sie sich nach schönen Frauen umschauen sollten. Wann auch immer sie so eine erblicken, sollten sie sie sofort zu ihm bringen. Und es heißt hier, min ahsani an-nas Sara radiyallahu anha, die Frau von Ibrahim alayhi salatu wassalam gehörte zu den absolut schönsten Menschen. Allahu Akbar. Und ich mache hier eine Klammer auf, eine Klammer zu. Und auch vor allen Dingen an unsere Schwestern. Viele Schwestern brauchen 3 Tonnen Make-up, damit sie überhaupt angesehen werden können. Das ist keine Beleidigung. Ich sage es im Ernst, das ist keine Beleidigung. Ich will nur ein Beispiel klar machen. Sarah ist eine wunderschöne Frau. Nein, eine der schönsten Frauen der Welt. Wir hören noch, wie verrückt der König geworden ist, als er Sarah gesehen hat. Radiyallahu anhu wa ardaha. Taib, sagt es mir, Schwestern, warum war diese Frau gläubig? Hatte sie nicht eine höhere Stellung als ihr? Hatte sie nicht einen besseren Ehemann, Ibrahim alayhi salatu wasalam, als einer von euren Ehemännern? Abu Shisha, Abu Wrestling, Abu Tyson. Sagt es mir, redet mit mir. Ich möchte, dass ihr mit mir redet.
Was war diese Frau gläubig? Sie hat ihre Scham gehütet, wie wir noch hören werden. Warum? Diese Frau hat nicht gespielt mit den Gesetzen Allahs. Und ihre Schönheit, die Allah ihr gegeben hat und die Allah, wallahi al-azim, jeder Frau nehmen kann. Wir haben gesehen, wie manche Frauen, die wunderschön waren, wie Allah azza wa jal sie erniedrigt hat in der Dunya und ihre Schönheit mit einem Mal weg war. Allah hat dir die Schönheit gegeben, nutze diese Schönheit für die Dawa. Mach was Gutes damit. Ibrahim alayhi salatu wasalam ebenfalls. Der Prophet sallallahu alayhi wasalam, der schönste Mensch. Yusuf alayhi salatu wasalam, die Hälfte der Schönheit. Was war mit diesen Leuten? Du kannst niemanden von diesen heutigen Leuten mit ihnen vergleichen. Und trotzdem waren es die Awliya Allahs, die nahestehendsten Diener Allahs. Möchtest du dich nicht endlich Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber unterwerfen und nutze deine Schönheit für das Gute? Nutze sie. Wenn du mit Schwestern sitzt, oh Schwester, dann kannst du deine Schönheit zeigen. Du bist unter Schwestern und erzählst ihnen etwas von Allah. Und die Leute lieben es, dich anzuschauen, weil das ist eine Gnade von Allah, dass man dich anschauen darf, dass man sieht, das ist eine hübsche Person und trotzdem hört man dieser Person gerne zu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nutzt diese Schönheit. Wallahi al-Azim, nutzt diese Schönheit. So wirst du Hasanat für deine Schönheit bekommen. Sie gehörte zu den schönsten Menschen. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنَّا. So hat dieser König sofort nach dieser Frau verlangt. Und er hat sie zu sich bringen lassen. So wurde Ibrahim alayhi salatu wasalam befragt. فَقَالَ مَنْ هَذِهِ. Wer ist diese Frau? قَالَ Ibrahim هَذِهِ أُخْتِي. Das ist meine Schwester. Was willst du uns damit sagen? Das ist die dritte Lüge. Aber was wollte er damit sagen? Das ist meine Schwester. Höre zu, O Diener Allahs. Uns ist klar, dass dieser König eine Schwäche hatte für schöne Frauen. Es war klar, dass für ihn eine Frau in jedem Fall in seinem Besitz genommen wurde. Und er sie dann vergewaltigt hat. Walayyadu billah. Also war auch klar in diesem Land, und das war eines der Gesetze von dem König, dass wenn eine wunderschöne Frau, die der König begehrt hat, einen Ehemann hatte, so wurde dieser getötet, damit der Weg frei für den König war. Was sagte jetzt Ibrahim alayhi salatu wassalam? Das ist meine Schwester. Hat er gelogen? Sag es mit mir. Nein, das ist zweideutig, denn wir sind Brüder und Schwestern im Islam. Allah Azza wa Jal sagt, innamal mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Bedeutet Brüder und Schwestern. Hat Ibrahim hier gelogen? Obwohl Ibrahim alayhi salatu wasalam wusste, was hier auf dem Spiel stand, hat er nicht gelogen. Höre, was er sagte. Fa'ata sarata qal. Ya Sara. Dann kam er zu Sarah, Ibrahim alayhi salatu wasalam. Er sagte zu ihr, O Sarah, noch hat niemand sie gehört. Laysa ala wajhi al-ardi mu'minun ghayri wa ghayraki. Niemand auf dieser gesamten Erde neben mir und dir ist ein Gläubiger. Wir sind die einzigen Gläubigen. Wa inna hadha sa'alani fa akhbartuhu annaki ukhti. Und dieser König, so hat er Ibrahim alayhi salatu wasalam vorher gefragt, wer ist das? Er sagte, Ibrahim, das ist meine Schwester. Ibrahim sagt zu Sarah, er hat mich gefragt, wer du bist. So sagte ich, du bist meine Schwester. Fala tukadhibini, rede nicht etwas Gegensätzliches. Sag nicht etwas Gegensätzliches, so dass die Sache aufliegt. Billahi alaikum, liebe Geschwister, ich frage euch bei Allah, was stand für Ibrahim alayhi salatu wasalam auf dem Spiel? Auf dem Spiel stand, dass er getötet wird. Also hat Ibrahim, wie die Gelehrten sagen, khuyira bayna mafsidatayn. Er wurde vor die Wahl gestellt, vor zwei Übel. Einem großen Übel, dass er getötet wird. Und das andere Übel, dass er eine Notlüge begangen hat, nochmal
Ist das eine Lüge? Hat er gelogen? Er hat nicht gelogen, sondern er hat hier was gesprochen, zweideutig. Der König hat die Botschaft so verstanden, hat die Antwort so verstanden, aber Ibrahim meinte was ganz anderes. Und sie ist seine Schwester. Und hier siehst du die Taqwa. Während manche Leute Ibrahim der Lüge bezichtigen, sehen die Gläubigen die Taqwa, die Gottesfurcht von Ibrahim, dass er selbst in so einer Situation, bevor er eine klare Lüge sagt, die Zweideutigkeit in Anspruch nimmt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lasst uns den Koran richtig verstehen, liebe Geschwister. Lasst uns die Sunna richtig verstehen. Und diese im arabischen Tauriya, so wird diese Zweideutigkeit genannt, diese sollte nicht zu deinen täglichen Mahlzeiten gehören, sondern das ist nur, wenn du es brauchst, wenn es um den Schutz von deinem Leben geht, von deinem Verstand geht, wenn es um Schutz von deinem Geld, Vermögen geht, wenn es um Schutz von deiner Würde geht, wie im Fall von Ibrahim, alayhi salatu wassalam, und wenn es um Schutz um deine Religion geht. Dann darfst du. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, als er auf dem Weg nach Medina war mit dem Gesandten, sallallahu alayhi wasallam, so kamen doch die Muschrikun, denn ihnen wurde angeboten, dass sie 100 Kamele erhalten, wenn sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam hayyan au meitan, lebendig oder tot bringen. 100 Kamele, weißt du, was das bedeutet? Das heißt, sie wären reich danach gewesen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele Leute unterwegs waren, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bringen. Als Abu Bakr as-Siddiq gesehen wurde mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, kam einer von den Muschrikin und sagte, wer ist diese Person? Was sagte Abu Bakr as-Siddiq? Hada hadin, yahdini tariq. Das ist einer, der ein Wegweiser ist. Er zeigt mir den Weg auf. Du kannst dir vorstellen, was meinte Abu Bakr damit? Er meinte damit, durch die Befolgung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bin ich auf dem geraden Weg. Allahu Akbar. Welch Unterschied, welch großer Unterschied, nein, welch gigantischer Unterschied zwischen den Zungen der Wahrhaftigen und den Zungen der Lügner. Möge Allah uns unter den Wahrhaftigen schreiben. Selbst in so einer Situation hat Abu Bakr as-Siddiq nicht gelogen. As-Siddiq, so war sein Name, der Wahrhaftige. Ah, die Geschichte geht weiter und ist sehr interessant mit Sarah. Radiyallahu anha wa ardaha. Fa'arsala ilayha. Dann hat der König sie bringen lassen. Falamma dakhalat alayhi dhahaba yatanawaluha biyadihi fa'ukhif. Als sie hereingekommen ist bei ihm, war er so überwältigt von der Schönheit von Sarah, dass er sich nicht mehr kontrollieren konnte und direkt nach ihr gegriffen hat. Subhanallah. Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, ich will euch das nicht verheimlichen, bevor diese ganze Aktion zustande gekommen ist, haben Sarah und Ibrahim alayhi salatu wassalam gebetet. So heißt es in einer Überlieferung, فقامت تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغض. Sie machte ein Bittgebet, als sie gebetet hat. Zuvor hat sie die Gebetswaschung vollzogen. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. O ihr, die ihr glaubt, sucht Geduld in der Standhaftigkeit und im Gebet. Allahu Akbar. Sie wussten, was diese Ayat bedeuten. So hat sie sich zum Gebet aufgestellt, nachdem sie die Gebetswaschung vollzogen hat. Und sie sprach ein Dua. O Allah, wenn du weißt, dass ich eine Gläubige bin, dass ich an dich glaube und auch an deinen Gesandten, Ibrahim alayhi salatu wassalam, und dass ich meine Schamteile vor jeden geschützt habe, außer vor meinem Mann. Ah, eine gläubige Frau Sarah. Wunderschön, wunderschön. Hätte sie jeden Mann haben können? Jeden Mann. Wollte sie jeden Mann? Nur ihren Mann. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa ahsantu farji, und ich habe meine Geschlechtsteile gehütet vor unerlaubten Dingen. Fala tusallit alayya hadha al-kafir.
so mache es nicht möglich, ja Allah, dass dieser Kafir über mich herfallen kann. Farutta, dann sagt der Überlieferer, Farutta bedeutet, dieser ist dann erstarrt. Erstarrt. Ja, was ist genau passiert? Als sie reinkam zu dem König, hat er nach ihr gegriffen. Fa'ukhiz. Allah hat das Bittgebet gehört von Sarah radiallahu anha. So hat Allah azza wa jal ihn genommen. Was genommen? Er hat seine Hand funktionsunfähig gemacht. Er konnte sie nicht mehr bewegen. Schaut mal, dieser Fajir, dieser Unverschämte, dieser Hochmütige, dieser Ungerechte, dann sagte er, id'i Allah li wa la adurruki. Bitte Allah darum, dass er mich, meinen Zustand wieder erreichen lässt, wie er zuvor war, und ich werde dir keinen Schaden zufügen. Fada'ati Allah fa'utlik. Dann hat sie Allah gebeten und er war wieder normal, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn erschaffen hat. Thumma tanawalaha thaniya. Dann hat er ein zweites Mal, wal'iyadu billah, nach ihr gegriffen. Fa'ukhidha mithlaha au ashad. Dann wurde er genauso wieder daran gehindert oder noch härter, noch strenger. Faqala id'i Allah li wa la adurruki. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er mich in den Zustand zurückversetzt wie vorher und ich werde dir keinen Schaden zufügen. Fada'at. Schaut mal, wie die Gläubigen sind und wie die Tyrannen sind. Wal'iyadu billah. Die Tyrannen haben nichts außer üble Herzen. Und diese gläubige Frau könnte ihn so lassen in dem Zustand, aber sie hat Allah azza wa jal ein zweites Mal darum gebeten. Faqala innakum lam ta'tuni bi insan. Innama ataytumuni bi shaytan. Er sagte dann zu seinen Soldaten, nimmt sie weg. Wen habt ihr mir gebracht? Ihr habt mir keinen Menschen gebracht. Ihr habt mir einen Shaytan gebracht. Nimmt sie weg. Und er war der Shaytan und niemand anderes. Subhanallah, er, der sich an eine verheiratete Frau vergreifen wollte, an eine unschuldige Frau vergreifen wollte, nennt diese Frau Shaitan und er ist nichts anderes als der Shaitan. Aber hier lernt ihr, die Ungerechten sind immer so. Sie sagen das, was sie selber sind, über die Gläubigen. Sie sagen das, was sie selber sind, über die Gläubigen. So hat er ihnen gesagt, nimmt sie weg. Diese Frau soll raus, nicht nur das. Guckt mal, subhanallah, Ibrahim a.s. hat Allah auch gebeten. Es geht um seine Würde. Es geht um seine Ehre. Und deswegen, als es im Hadith geheißen hat, dass Ibrahim a.s. dreimal gelogen hat, zweimal für Allah. Was bedeutet für Allah? Ibrahim hat gar keinen Nutzen davon gehabt. Einmal, ich bin krank. Okay, ob ich jetzt hingehe oder nicht hingehe, ich bin krank. Kein großer Nutzen für ihn persönlich. Zweitens, das war diese große Götze. Er hat sie alle zerstört, auch wovon er persönlich nichts hatte. Aber das Dritte war seine Würde und seine Ehre. Sarah radiallahu anha. Wallahi, absolut wenige Männer haben Würde und Ehre für ihre Frauen. Die wenigsten. Er hat sich zurückgezogen, gebetet, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah hat ihn geprüft. Eine Prüfung nach der anderen. Warum? Weil er ihn geliebt hat. Wann lernen wir das endlich? Und Sarah hat auch ein Bittgebet gesprochen. Dieser konnte Sarah nichts antun. Wir haben gehört, er wollte nach ihr greifen. Allah azza wa jalla hat seine Hand funktionsunfähig gemacht. Er konnte seine Hand nicht mehr bewegen, bis er zum Schluss gesagt hat, nimm diesen Shaitan von mir weg. Und nicht nur das, höre zu. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرْ. So hat er ihr eine Bedienstete geschenkt, Hajar radiallahu anha, die später die Frau von Ibrahim alayhi salatu wassalam wurde. Und er hatte mit ihr Kinder, mit Hajar, die ebenfalls Propheten wurden. Subhanallah, Subhanal Malik. Wie gewaltig ist Allah Azza wa Jal. Siehst du, wie Allah Azza wa Jal dich manchmal in einen Zustand führt, um dich zu einer besseren Sache zu bringen. Deswegen habe niemals eine schlechte Vermutung über Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und die Geschichte ist noch lange nicht vorbei, liebe Geschwister. Ibrahim alayhi salatu wassalam hat so viele Ereignisse erlebt, so dass wir uns auch die Zeit nehmen wollen, diese zu erklären. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden und unsere Fehler und unsere Missetaten vergeben. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen reinigen vor allem Schmutz, vor dem Schirk und vor dem Nifaq.
und vor dem Kufr und vor dem Riya, möge Allah azza wa jalla unsere Herzen säubern. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barak lau fikum wa jazakum la khairan.